Rider hat jemand deine Meinung zu Paris gelobt. Ja, wer? Bosnatz. Ich mag Bosnatz. Yay! Yeah. Wahrscheinlich ist es aber in vielen Städten so, dass du überall mal Gegenden hast, wo es echt pissig ist und. Also vor allem in solchen Riesenstädten und andere Gegenden, wo es ganz schön ist. Als nächstes mache ich New York oder Tokio. In ein paar Jahren, wenn ich viel gespart habe. Tokio wäre cool. Wie heißt dieser komische Stadtbezirk, wo alles so im Anime- und Manga-Dings ist? Gott, das habe ich noch gestern von Schnubbi einen Link geschickt bekommen. Irgendwas mit A. Also da würde ich auf jeden Fall auch gerne mal hin. Das wäre bestimmt witzig. Videospiele, Animes, Manga ist doch eine gute Mischung. Jo, kann man mitleben. Und wenn die Leute dann auch da rumlaufen mit den komischen Kostümen, das ist bestimmt witzig. Pini Games kommen groß. Und in verrückt und in 365 Tage lang. Also, als immer. Na gut, vielleicht doch nicht so cool. Naja, die Gamescom ist nicht so Japaner geprägt. Also dieses Jahr fand ich es heftig, wie viele Cosplayer da rumgelaufen sind. Echt? Mhm. Die haben, glaube ich, eine ganze Etage gemietet. Da gibt es so ein extra Dorf, das eingerichtet wurde. Dorf. Der versucht so Cosplayer-Bingo zu spielen. Aber irgendjemand ist dann vergessen durchzuziehen. Von wegen Link und Pokémon und das und das. Also bei Pokémon finde ich Cosplay echt nicht so geil. Nee, vor allem bei der Hitze zu der Zeit, wo es immer stattfindet. Das kann höchstens für andere Zwecke genutzt werden. Und das ist aber einfach. Wenn Pokémon Cosplay, dann gehe ich als Relaxo, das passt. Was? Weil der als Pokémon-Trainer dann da ist, der hat die Macht über alle, was ist denn das? Hab ich irgendwas verpasst, dass da Antifa-Faust steht? Ja, ich hab mich auch gewundert, warum so heißt, aber naja. Vielleicht mag er Anti einfach. Ja, vielleicht gibt's schon einen Fernclan von Anti. Ja, der Anti-Clan. Alter, ich gurke hier die ganze Zeit nur rum, was ist denn hier los? Ich denk doch grad nicht, dass wir im Team fahren, sondern fahr so für mich irgendwie so ein Röntchen und mach eine Bombe ja hier. Wie sind wir denn eigentlich gerade verteilt? Ich sehe so zwei Farben. Und davor sehe ich noch einen groß. Eins und zwei, und wenn ich mich dann jetzt nicht platt mache. Ja, ich fahre nur noch Scheiße gerade. Oder liegt ein Stern? Ich habe zweimal an der Stelle einen Stern verloren. Was ist denn das? Entschuldige, der war nicht für dich, Mehring. Ja, habe ich mir fast gedacht. Die Idee war gut, aber ja. Die Ausführung. Ja, was kann ich dafür, dass du dich von einem Bandenpanzer treffen lässt? Ja, ist ja gut. Ist ja in Ordnung. Sind nur noch sieben, oder? Ich habe jetzt bei dem zweiten einen Bewolkt verpasst. Der ist jetzt aus dem Grund auch weg. Und der blaue. Ja. Nein! Ja. Ich war zwei Runden erster und jetzt kommt ein blauer. So ein Skandal. Ich habe gerade Hering gewicht. Ja, Try aktiviert seine Roten, wenn ich direkt neben Bullet. Oh, das war ein Target-Schock. So ein Scheiß. Ja, dafür haben sie mich im Bullet groß geschockt. ich würde sagen, wenn jemand DC hat, machen wir gleich Restart, oder? Können wir machen. Ich glaube, das ist Luca Cooper, der rausgeflogen ist. Ja, wenn es im ersten Rennen ist. Ja. Er hat irgendwie Chat geschrieben. Außen läuft das Rennen hier oder nicht? Das Rennen würden wir zählen dann. Normal. Dann kriegt er keine 15 DC-Punkte oder was ist inzwischen so aktuell? Ja, der kriegt dann 3 Punkte fürs Rennen. Und dumm. Obwohl, nee, eigentlich kriegt er nur, weil er ja noch auf dem Ergebnis kriegt. Aber das Rennen lief scheiße. Von mir aus kann man es ruhig. Relativ. Also die ersten zwei Runden waren super, da war ich Erster. Ja, am Anfang fand ich auch plus 4, aber dann plus 1. Nix an, oder? Dann kam Try. Plus 1 haben wir das Rennen, das können wir so stehen lassen, glaube ich. Machst du Restart? Erik? Ja, wie komme ich jetzt hier raus? Eigentlich gar nicht, nur wenn ich Konsolen Reset. Start, oder? Ja. Reset. Schlimm. Ja, ich muss aufstehen. Ja, was wir am frühen Abend schon von dir alles verlangen, ne? Schlimm. Wenn du es rechtzeitig machst, fliegen wir noch raus. Ja, wunderbar. Oh nein, ich bin rausgeflogen. Oh. Echt? Ich bin immer noch drin. Hast du ein Glück. Ich soll Chris von der Einzelspielerliste... Wenn die Nummer gebraucht wird heute. Haben wir uns eigentlich irgend so ein Zeitlimit gesetzt?
Nicht so richtig. Ich habe gesagt 3 bis 4 CWs, wobei ich da davon ausgegangen bin, dass wir 3 GPs fahren. Ja, also ich würde mal sagen, auf jeden Fall nochmal danach im Team CW und dann können wir schauen, wie die Lust und Laune ist. Ja. Wenn ihr mich nicht so oft abschießen würdet, wäre meine Lust groß. Die Lust und Laune der Zuschauer ist. Also bei dir aber immer. Du entwickelst wirklich mehr Lust, wenn du gewinnst. Das ist, finde ich, beachtlich. Geht doch nur um den Spaß und das Mitmachen. Dann nehme ich den Mario Kart, sorry, ich habe es vergessen. Ich will gewinnen. Oh, ich finde es auch teilweise mal richtig lustig, wenn man einfach voll abgezogen wird. Geht dann aber so richtig. Dann guck dir die Best-ofs von meinen Let's Play an. Gute Sache. Das dauert übrigens eine halbe Stunde länger, weil ich natürlich nicht mit der Wii spiele, sondern mit der Wii U. Das ist ja seltsam. Das ist da blöd. Muss ich erst mal ins Menü rein und so weiter und so fort. Was war jetzt nochmal der Nachteil, wenn du mit der Wii aufnehmen willst? Da war doch irgendwas. Kein GCN-Controller. Das war alles? Das stinkt. Ja klar, aber das war alles. So, jetzt höre ich euch wieder. Warum wart ihr gerade weg? Das ist doof, weil ich dich gerade was gefragt habe. Ja, was hast du mir denn gefragt? Ich habe dich gefragt, was nochmal deiner Meinung nach das Schlechte war, wenn man seine Daten auf die Wii U überträgt, von wegen Aufnahmetechnik. Da gab es doch mal irgendein Problem am Anfang. Ich konnte keine 60 Hertz Spiele aufnehmen. Ja, also gibt's das Problem immer noch. Wieso? Weil, nee, man kann das hier alles einstellen. Also gibt's das Problem? Das Problem war einfach nur, dass ich die Wii U anfangs nicht mit dem HDMI-Kabel betrieben habe. Ah. Nur wenn du die Wii U mit dem HDMI-Kabel betreibst, hast du auch die Möglichkeit, 60 Hertz Spiele der Wii zu spielen. Ansonsten funktioniert das nicht. Dann könnte ich ja doch mal überlegen, meine Daten gerade rüber zu schicken. Weil inzwischen habe ich ja festgestellt, dass meine TV-Karte 50 Hertz eh nicht mehr schafft und 60 geht. Raum ist wieder offen, nach einer halben Ewigkeit. Sehr schön. Aber bei mir sind alle Angriffe gerade noch im Rollen, ey. Hat irgendjemand gerade verstanden, was Sozi gesagt hat? Irgendwer ist im Rollen, habe ich gesagt. Ich weiß. Ja. Ich weiß nicht warum, also wahrscheinlich liegt es am Headset. Ich bin ja der Einzige hier ohne geile Ausrüstung und so. Ja, ein SingStar-Mikrofon, echt geil. Es ist ein Mikrofon. Es ist ein Mikrofon, ja, stimmt. Man kommt sich fast professionell vor. Das Schlimme ist ja, die Dinger sind gut. Ja, also ich habe einen wunderschönen Mikrofonständer hier stehen, aber das Mikrofon, das ich dafür habe, ist so scheiße, dass man kein Wort verstehen kann. Also benutze ich auch Headset. Ich habe ein nettes Mikro, aber dafür ist der Mikrofonständer irgendwie so eine halbe, was weiß ich, wie man das nennen soll. Das ist einfach ein Metallstab, an dem halb an so einer Schraube, die ich irgendwie dran gedreht habe, das Mikro baumelt. Und Popschutz kann ich da eh nichts mehr dran machen. Ich bräuchte mal einen neuen. Lass mal so eine Sammelbestellung machen mit Mikros und Mikroständer. So, neuer Komplett. Massenrabatt. Also Mikroständer kann ich dir vorschlagen, wenn du irgendwo ein Musikgeschäft kennst oder so, das auch Sachen verleiht, geh mal dorthin. Dort habe ich meinen gekauft, gebraucht, aus Einzelteilen von alten Geräten zusammengebaut und das hat 25 Euro gekostet für einen Ständer, der sonst 100 Euro kostet. Also das ist geschenkt. Nicht schlecht. Hast du nicht so einen geilen Aufbau mal bei dir daheim, Hering? Das ist Papierdings, oder? Was für ein Aufbau? War da nicht mal eine so Wasserflasche? Mikrohalterung. Die Halterung habe ich immer noch. Das ist eine Wasserflasche. Das ist eine Wasserflasche, die ich mit Münzen gefüllt habe, damit sie halbwegs schwer ist und stabil steht. Und oben in den Flaschenhals habe ich das Mikro reingeschoben. Improvisation ist alles. Es funktioniert. Also, was soll ich sagen? Hast du aber große Opportunitätskosten. Allein schon das Geld, was drin liegt, und dann noch das Flaschenpfand. Vielleicht ein Mikroständer doch billiger, wer weiß. Ja. Wenn das keine 2-Euro-Stücke sind, vielleicht nicht. 2-Euro-Stücke passen gar nicht durch den Flaschenhals. Was ist denn das für eine billige Flasche? Weißt du, wie groß ein 2-Euro-Stück ist? Ja, ich habe schon mal eins gesehen. Das ist schön. Die sind falls groß, die passen nicht durch den Flaschenhals. Ja, das ist doof. Also nur falls du mal von euch ausprobiert.
Nebenbei kommt ja immer wieder vor, dass man sich fragt, ob mein 2-Euro-Stück wohl in diesen Flaschenhals hier reinpasst. Der erste kriegt gleich einen Stern. In der nächsten Runde. Wir wurden gefragt, ob wir jetzt noch 2 GPs komplett fahren oder ob wir nach dem dritten Rennen dann aufhören. Ja, ich würde den ja durchziehen und dann einfach beim zweiten, sozusagen nach dem dritten Rennen dann beenden. Das nochmal neu starten wäre ein bisschen doof. Ja, ja, das ist klar, aber wir wollten dann halt vielleicht noch den GP fertig fahren in 2. Ja, fertig fahren würde ich schon sagen, weil wir nochmal neu starten. Also ja, wäre unnötig. Geht schneller als den zweiten, also den jetzt hier nach. Ob wir da das vierte Rennen nochmal mitfahren. Genau. Nein, ja. Da lag ein Stern! Also, außen direkt an der vor der Rampe hier. Ja, Luke hat ihn noch gefunden. Sehr präzise beschrieben. Aber hat ihm anscheinend nicht so viel gebracht. Oder er fährt genau wie ich fahre. Ja, er fährt wie ich fahre. Gerade vorbei, weil er wie ich. Entschuldigung, war meiner. Oh, das war ein Tag. Also möchte ich nicht. Oh, da liegt! Der Pau war scheiße. Ja, Entschuldigung, ich habe nur 10 unnötiges Item, habe ich gleich weitergedrückt. Er hat mich in der Kurve genutzt und Try hat meine Items gefressen, die ich da verloren habe. Oh, ein roter Panzer. Schildkrötensuppe. Frag mich, warum ich einen roten Panzer auf 1 hatte. Aha, ich wusste es immer. Jetzt kommt's raus. Komm nur nicht auf die Idee, nach hinten zu schießen, Sozi. Hört da mal auf. Blitz. Das ist schön, das freut mich. Jetzt. Try, kriegst du was? Ich könnte. Ein Pilz. Jetzt, dann von mir aus, jetzt. Boah, wenn du noch ein bisschen. Jetzt wäre ich noch fast in meine eigenen Roten dadurch geflogen. Du bist auf 2 Nixer, ne? Ja. Noch. Wunderbar. Warte ich immer eine Runde. Er hat gesagt jetzt, also was soll ich machen? Ich find's gut, ja, wenn wir 1 bis 3 haben, finde ich jetzt eigentlich als fair. Ja, also das mit dem Blitz hat eigentlich gut geklappt. Ich hätte nur ein bisschen Schiss, dass ich mich runterschockt dann am Ende. Das ist ja auch das Wichtige, darauf muss man sich dann ja verlassen, wenn man den Blitz hat. Dass irgendeiner jetzt sagt und dann muss es auch stimmen. Ja. Ich hab's sehr clever gemacht, da durfte nicht jeder jetzt sagen. Richtig. Und da wurde nicht gefragt, ob jemand das hat, da hieß einfach jetzt. Das waren die Anfangszeiten. Dann haben wir uns gewundert, warum wir jeden Clanwurf verloren haben. Mensch. Ach ja. Ich vermisse die Zeit. Warum machst du in die Flasche kein Wasser anstatt Münzen? Weil das vermutlich nach einer gewissen Zeit müffeln könnte. Könnte ich mir vorstellen. Elektrokram und Wasser ist jetzt auch nicht so. Ja, ist jetzt nicht so, dass man das unbedingt machen sollte, also. Ist doch eine geile Mischung. Die Pfefferkörner muss man kennen, ey. Das ist Kult. Auch wenn die Neubesetzungen immer behinderter wurden. Habt ihr das nie gesehen? Nein. Das sagt alt. Ich kann es vielleicht mal gesehen haben, aber... Alle zu alt. Beschreib mal genauer. Ei, das war so eine Kinderbande, die immer auf Detektiv gemacht hat und irgendwelche. Ja, da gibt's wahrscheinlich Verbrecher. 10 verschiedene Serien von. Das war so immer am Meer. Nein, nicht am Meer. Keine Ahnung. Was wurde geschrieben? In Hamburg. Ah, das ist so ein bisschen mehr. War das eine Zeichentrickserie oder was? Nee, das war eine mit echten Schauspielern. Schauspieler. Lief immer auf ARD, ZDF. Eins von beiden Kinderprogrammen morgens am Wochenende. Hey. Wer hat denn da ARD und ZDF geschaut? Ja, jeder, der keine andere Möglichkeit hatte, würde ich sagen. Dann lief entweder RTL oder ProSieben. Also damals, als du Kind warst. Damals, in der guten alten Zeit, als ich noch ein Kind war. Da habe ich jeden Samstagmorgen oder so bei ARD das, wie hieß es, Disney Club geguckt. Oh scheiße, oh, wie ging diese Abkürzung hier nochmal? Ach du Gott. Hallo, was? Ich kam hoch, das hat mich voll gefreut, nur wie es noch weiter. Der Sinn ist es nicht im Teich zu landen. Ja, dann habe ich den Sinn verfehlt. Wer ist Erster? Ich bin Erster. Ach so, gut. Hast du einen blauen? Nö. Toll. Ich bin nur hinter dir und habe einen roten, deswegen. Oh. Also. Ich hab gedacht, ich muss jetzt anfangen zu gurken hier und dann. Der letzte hat den Bullet angemacht? Oh,
ist lustig, wenn du drei Bananen auf der Rampe hast, dann geschockt wirst und die drei Bananen einfach neben dir runterregnen. Du fällst wie ein Stein und die Bananen. Leute, wo seid ihr? Ich werde nur von denen überholt. Sieben. Erster. Rene 7. Jetzt habe ich sogar einen Platz gut gemacht. Boni will mich umbringen. Boni darf das. Nö, Boni hat das Grün gekriegt. Aktuell wieder 1 bis 3, wenn wir das halten können. Ja, wenn man. Nein, nicht mal ein Item. Ich bin ein Item in roten, nix an. Bis 2? Ich bin 3. Alles wundervoll. Hi. Oh, das klappt ja super. Also gut, dass die erste Runde ein Disconnect war. Ich habe meine Punkte verzwölffacht oder so. Ich finde es schön, dass wir alle vier exakt die gleichen Plätze machen. Top 3 und Hering. Ja, Hering, was machst du da hinten eigentlich? Wolltest du nicht Blitze sammeln oder sowas dann? Macht er doch. Das waren seine Blitze wahrscheinlich. Die mobben mich wirklich raus. Ich möchte nur mal betonen, dass der Abend meine Idee war, aber ist egal. Passt schon. Also ich weiß nicht, Zeichentrick, so Super RTL, hat mich nie interessiert, als noch kleineres Kind. Aber irgendwann kam das halt. Auch RTL 2, so Anime, habe ich auch nicht in frühester Kindheit kennengelernt. Deshalb da immer ARD, ZDF. War ganz gut. Ja, bei mir gab es mal eine Zeit in der Schule, so Ende Grundschule und Anfang weiterführenden Schulen. Da habe ich ja wirklich immer, wenn ich heimkam, direkt RTL 2 angemacht. Das ging locker 3-4 Jahre so. Ja, so bei mir. Ja, ich bin durchgucken, dann auch diese komischen Sitcoms mit, wie heißen ja, das Full House und der Rest. Es war so Ende der 90er, die Dragon Ball Zeit, das war cool. Den ganzen Mittag RTL 2 gucken. Gut, kein Dragon Ball. Entschuldige, Sozi. Ja, egal. Ich befürchte mein... Ach nee, mein Streambild ist doch nicht da. Es war kurz weg bei mir. Mein PC ist ein bisschen leiser geworden. Eigentlich ein schlechtes Zeichen. Der muss wie eine Konsole röhren. Beides von Microsoft. Also. Die Lautstärke mit eingebaut. Lautstärke mit eingebaut, finde ich auch gut. So ist Hering, mach ihn platt. Mit was? Ich hab einen Blitz. Na, mit der Banane. Hast du was nichts machen? Ich gurke wie ein Idiot. Ich hab noch einen Goldpilz auf Lager hier. Ja gut, dann ziehen wir. Ist jemand von uns sonst noch hinten? Nö, wir sind 2-3. Achtung, Sozi! Trigger vielleicht einmal oder bleib auf 6. Bleib auf 6 und probier dir was zu Gott. Schieß den roten gleich, wenn die Blitzen herringen. Oder... Ja, jetzt. Zu spät. Also zurückfallen lassen, nicht verkehrt. Gut, wenn wir jetzt auf 2-3 sind, ist auch okay. Vielleicht kriegt der jemand mega. Wäre schön, aber ich glaub's nicht. Oh, du bist ja eh nix an. Jaja. Ich bin immer irgendwo mittendrin, statt nur dabei. Vielleicht kriegt der ja mega. Wolke. Wir sollten noch auf 3 hoch. Wenn nicht so. Warum seid ihr alle auf einem Fleck hier? Wo seid ihr eigentlich gerade? Aber da kommt ein Bullet von hinten, Vorsicht. Wenn du gewollt, hol dir einen Dodger. Dann können wir wenigstens einmal nochmal shoppen. Ja, die 1 runter wäre schön. Aber jetzt hat Uni eine Wolke, pass auf, lass sie dir nicht geben. Faust hat einen Stern. Ich krieg nur Pilze. Hier, die Banane ist ziemlich mittig nach der Kurve. Ich hab's gerade gemerkt. Aber ich glaube, die hat Uni aufgehalten, das ist gut. Achso. Nee, mich. Uni war die Wolke. Goldpilz, nee. Trigger einmal und hol dir noch ein Item. Und dann die 1 runter. Soll ich eins runterschocken? Jo. Ich hab 3... Ich muss schocken. Wow, 3 rote, okay, und die liegen jetzt mitten auf der Brücke. Was war das?
Ja, ein Pau kam. Achso, ah, du warst. Pau. Achso, ja klar, du kannst ja fahren, deswegen warst du vorhin. Vielleicht kriegen wir den ja noch, weil er kein Item hatte. Ja. Hm. Sieht schlecht aus. Ja, aber wir haben doch immer noch drei Leute vorne. Ja, 2, 3, 4 ist gut. Ja. Hätte mehr Potenzial gehabt zwischendurch. Komm mal, nee. Ich finde schön, dass ihr nur noch von euch redet. Jetzt weißt du mal, wie es mir die ersten beiden GPs ging. Wenn Sozi sagt, oh, ich bin nur Zweiter. Da überholt mich einer auf den Ersten. Wir haben die 60. Guck dir das an, Nixer. Mann. Wow. Aber sind zu viel eigentlich. Wir wollten noch genau 60, habe ich gedacht. Okay, was könnt ihr eigentlich? Das war aber noch nicht das Letzte, oder? Schade. Doch. Sah gerade so schön aus. War das das Letzte? So hoch oben der Liste werde ich nie wieder stehen. Nee, Alter, wir sind richtig gut. Drei Leute mit 30 Punkten im vorletzten Rennen von GP. Und Hering. Das ist so gemein. Einfach nur gemein. Darauf muss man sich immer einlassen, wenn einer wenig kommt. Es ist ja, zwar. Ja. Sowas ist zwar für die eigentliche Moral oder für die eigentliche Aussage total falsch, aber es ist lustig. Ja, solange es Hering noch mit Humor nimmt und nicht auf einmal aus dem Call raus ist. Rage Quit! Wahrscheinlich hat sich so auch das Trollen entwickelt, weil irgendwelche Leute nicht mehr dafür gehänselt wollen. Gehänselt wollten. Lass dir ruhig Zeit! Den Satz innerhalb von 3 Minuten zu Ende. Oh, oder? Das war gut, ja? Sag nochmal. Ja! Dreimal hintereinander jetzt. Hände. Wundervoll. Ja. Achtung, ich will dich nicht rammen. Ich wollte die Wolke auch nicht. Ich wollte sie gerne wie. Doch nicht. Ich hätte auf dich draufhalten sollen. Ich hätte einen Pilz gehabt, um durchzufahren, ne? Und jetzt habe ich noch deine Wolke dazu gehabt. Super. Dann warst du ja voll schnell durch. Ja. Ja. Ich hasse Bullets am Ende von der Strecke. Ich hasse Bullets immer, es sei denn, ich hab sie. Generell, wenn sie zickzack fahren, ist es nicht so geil. So, hol er sich mal einen Schock, pass auf. Kommt ein blauer. Ja, herrlich. Antifaust hat 3 rote und lässt mich wahrscheinlich vor. Ja. Oh, das ist auch noch Oldschool Strat hier lang zu fahren. Macht mittlerweile so wenige. Oh, das hat gut gemacht. Aber ich nehme den Pilz mal mit. Holen wir auch nicht. Eieiei, das ist voll. Ich hau mal die 2 grün nach hinten, damit der nichts eins abbekommt. Gute Idee. Ich habe übrigens eine Fakebox, also sag, wenn ich es loslassen kann. Lass mal. Schön in der Kurve. Pass auf, Hering, die Fake. Ja, jetzt haben wir erstmal gut einen Abstand zum 5. Hey. Jetzt sollen wir doch ganz gut aussehen. Oni ist ein Troll. Oni ist ein Troll. Der ist stehen geblieben, um mich zu rammen. Das macht man nicht. Ja, der Marktkirch. Wenn man den Schock raushauen will, ist eigentlich in CWs. Aber das ist nicht böse. Ganz abwegig. Ich hab einen Blitz. Ich würde gerne noch Cut ziehen. Dann mach. Sag Bescheid, Ben. Irgendwie habt ihr was? Warum bin ich gerade auf 3? Ich hab einen roten, aber der ist weg. Der erste ist raus, oder? Ich bin raus, ja. Nein, der erste ist raus. Hä? Wer ist denn da auf dem ersten Platz? Ich. Ah. Ich mach oder nicht? Ja, warte mal. Ja, es ist relativ egal. Ja, es war gerade auf der Geraden, das ist gut. Ich werd halt keine Dodger, ne? Das ist halt immer ein bisschen blöd. Juhu! Hering holt sich noch 2. Ja, also Sozi, ich glaube, jetzt haben wir auch die 60 Punkte für die ganzen anderen versauten Rennen. 92, so viel hatten wir im ersten Rennen im zweiten Grand Prix oder so. Krass. Naja. Krass. Ja, das ist, Hering hat 3. Ja, ich war auch ein cooles Team gebildet. 3-3-3. Wie viel haben wir denn? 28, 5. Glückwunsch, yay, das habe ich lange nicht mehr gelesen. 71, 68. Ordentlich. War das jetzt der erste Grand Prix oder der zweite? Ja, eigentlich der erste, aber das eine Rennen haben wir ja noch. Achso.
Also im zweiten müssen wir jetzt nur noch drei Rennen fahren. Also wir fahren dann auch nur drei Rennen. Ja. Oder kommt auf an, was ist denn schneller? Die Rennen, das eine Rennen noch fertig fahren oder? Ah, nee, für mich ist es schneller, wenn ich das vierte Rennen fahre. Ja, ja, aber zum Organisieren ist es ja. Ja, ihr könnt ja, ihr müsst ja nichts machen, aber ich fahre das dann ganz normal zu Ende. Na gut. Ach so. Ja, also wenn schon, dann ganz. 152 zu 83. Geht, ne? Gutes Zeug. Man merkt, wir spielen uns langsam noch ein. Also NFO, war die noch da? Das ist immer dein Problem, Try. Du willst dann in dem Moment immer zu viel. Wenn es gerade gut läuft. Ja. Tschüss, MT. 4 gegen 5, NFO. Nicht? 4 gegen 6. Oder 4 gegen 8. Ist ja möglich, ne? Mhm. Oh, Geistertal. Das wäre ja scheiße. Das ist genau die richtige Strecke zum Verlieren. Jedes Mal, wenn man bei einer Wahl sagt, also spontan sagt, oh, die Strecke war ziemlich kacke, jetzt kommt die. Sowas wie Zufall wäre ziemlich kacke gerade. Bling, Scheigeistrand. Ja, ist euch das mal aufgefallen? Bei Zufall kommt immer nur Scheigeistrand und Regenbogenboulevard. Jo. Wenigstens kommt Regenbogen. Oh, jetzt wird ein bisschen hart getrollt hier. Jetzt wird hart getrollt. Ach, ich bin so dumm, ich leg die Banane in den Abgrund. Oh, Treiber. Hi. Also wir haben schon mal Top 2, 4, 5. Ich leg auf den Beschleuniger eine Banane. Ja, direkt. Nein! Direkt vor meinen Nase. Nein! Ich hasse Bullets. Warum wenn legst du auf 1 eine Banane, wenn Hering auf 2 ist? Mobben, sag ich dir. Also. Ganz klar. Ja, jetzt zieh ich mal mit dem Goldpilz davon, ne? So, ich lege jetzt gleich wieder auf den Beschleuniger eine Banane. Ihr wisst Bescheid. Und bei den Items lege ich ein Fakebox-Dings. Mittig. Schieß mich nicht mit Roten ab hier. Im Stream hat gerade Geistertal angefangen. Nein, ich hab vergessen, dass man springen muss bei der Strecke. Ach, das ist alles kacke. Und deswegen mag ich keinen Geistertal. Oh, den habe ich durchgetriggert. Ja, macht nix. Egal. Ach ja. Ach, wer ist ein Diddy? Ich. Oh. Cool. Schade, ne? Ja, TGC ist halt nicht so der beste Clan. Siehst halt einfach das nicht. Genau. Mhm. Holt hier über 50 Punkte in 5 Rennen, das ist top. Ist klar. Ach, Volo ist auch da. Hey. Guten Abend. Er hat aber zumindest recht, Regenbogen sollte man schon einige, also nicht immer fahren, nicht so wie Volo das fährt, aber... Ja, mein Problem mit Regenbogen Boulevard ist, am Anfang, wie ich angefangen habe online zu spielen, kam nichts anderes als abwechselnd Scheißgeistrand, Regenbogen-Bullshit und Pissschlucht. Und wenn man die im Wechsel fährt, dann geht's einem irgendwann auf den Sack. Ja, das sind, also Regenbogen ist halt so die typische Strecke, die so Halb-Pro, also so Leute, die gerade so im Begriff sind, ein bisschen stärker zu werden, wählen, damit sie gegen Noobs gewinnen. Ja. Ja, das war ja auch in der Anfangszeit. Ich meine, wenn du normal gegen irgendwelche Leute online random gefahren bist, auf Regenbogen, die fahren doch alle runter. Ja, genau. Hast du fast siegsicher oder einen zweiten zumindest, weil meistens nur einer dabei, der fahren kann und mit dem battlest du dich dann. Aber jetzt nochmal eine richtige Pro-Strecke hier. Echt? So lange drauf gewartet. Und Pilzschlucht ist, glaube ich, vom Outlook her sehr beliebt. Und auch so von den Sprüngen halt. Das ist halt mal was Neues im Vergleich zu anderen Apps. Ich habe in der langen Zeit nicht mehr gespielt. Was ist jetzt Outlook schon wieder für ein... Ah, blöde Wolke. Keine Ahnung, vielleicht ist es Schwachsinn, das zu benutzen. Ich meinte eigentlich das Aussehen von der Strecke, aber... Ah. Kannst du das Out weglassen? Der Look. Nimm Windschatten, komm, jawohl. Hab ich, yeah. Und hab natürlich einen Blitz, ne? Nee, zack. Blitz bitte sparen, ich hab einen Goldschroom. Nee, ich hab leider einen Stern. Aber den Blitz... Ah, nix, dann hol dir hinten noch was, das wäre ganz gut.
Nein, da kommt Red und Green und... Red und Green. Ich hab nichts zum Deutschen. Der Red hat dich gut getroffen. Ach Mann, ich krieg keinen Blitz. Das ist dumm, 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 dumm. Ich bin zu dumm, um über die Rampe zu fahren. Ist okay, das schaffe ich auch nicht. Kriegt ihr noch was an Deutschland? Ja, was, haben wir was? Ich hab einen Stern gehabt, keinen Blitz. Falls du das falsch verstanden hast. Okay. Was ich fake? Yep. Ich hab die mal als Schutz hinter mich gelegt. Ja, toll. Was Grünes? Oh, die Bombe. Ich hab einen Schock einfach mal. Ja, das war gut, dann gewinnt Hering jetzt. Ja. Ich hab ihn halt gesehen. Jawohl, jawohl, das ist super. Da sah ich den. Sieg wird's aber trotzdem nicht. Was? Bärmlich. Ja, denke schon. 1, 4, 5 ist ein Sieg. Und 6 auch noch. Nee, ich wurde nicht erster. Ach so. Dann ist es dann. Ja, wahrscheinlich habe ich Koprax auch noch groß geschossen. Konnte ich aber nicht mehr abdehnen. Ich habe einfach gedacht, vorletztes Item, Hering ist im Stern, machst du. Ich könnte schon fast sagen, dass die ganzen Gruppen sich wieder langsam bereit machen können, 4 FCs parat zu haben. Genau, das wäre nicht schlecht. Ob das wohl klappen wird? Lass mal eine Münze werfen. Immer noch keine Rennpiste. Hatten wir doch alle schon. Außer Luigi. Will die jemand? Hatten wir schon Rennpiste in den CW? Ja. Wieso? Nee, in dem hier nicht. Nee, nee. Ich würde schon sagen. Ja, in dem CW nicht, aber hatten wir heute Abend schon genug. Jo. Es gibt nie genug Rennpiste. Richtig. Und auch nie genug Dschungelpark, das finde ich schön. Immerhin hat er aufgehört, Kokospromenade zu wählen. Ja? Nee, ich hab gewählt. Ja, also gegen Dschungelpark ist ja an sich nichts einzuwenden. Dschungelpark ist cool. Und wir sind ja sowieso alle Affen, wir passen hier gut rein. Das stimmt. Unsere Figuren auch. Ach, ihr hättet mir ruhig einen Item dalassen können, Leute. Das hab ich mir auch gerade gedacht. Ist das schon die letzte Strecke jetzt? Die offizielle letzte, ja. Ja. Oh, die Wolke war eng. Hat doch gepasst. Also abwägen, wenn du noch was abkriegst vor der... Wo der Rampe, ob du dann die Wolke noch durchziehst oder nicht. Ich hab Maxi auf 2, wie geil ist denn das? Ja, der für den FC auch, ne? Ja. Oder wenn jemand schießt. Ja. Oh, da kommt Maxi von hinten, das Holl. Und er macht mich platt. Ja, super. Mich auch. Ich backspin mal Green. Obwohl du links auf der Strecke warst und ich rechts. Aber er hat uns beide erwischt. Ja, und jetzt krieg ich meinen Alten sofort wieder weg und oh, ich fall die Brücke runter, also das ist geil. Der Grüne in der Kurve, Achtung. Ich bin durch den Pau-Block über die Geländer von der Brücke gesprungen. Ist gut. Ja. Sozi, irgendwie fahren hier alle sich gegenseitig an die Wand, ich glaube, du hast gewonnen. Sozi, bist du das da ganz vorne? Jojo. Ich bin jetzt auch im Stern auf 4 aus irgendeinem Grund. Wer ist auf 2? Kobalt. Kobalt. Ich bin auch Zweiter von hinten. Jetzt lass mir meine Sterne. Oh, jetzt habe ich schon wieder meinen Alten verloren wegen so einem blöden Bullet. Blödsinn, Mensch. Ich würde doch gerne mal einen Item auch benutzen. Leg in die das lange Kurve hin. Immer wie das heißt. Bullet, Blödsinn. Und jetzt habe ich einen blauen Panzer und ich kann damit nichts anfangen. Wenn du es getimed kriegst, ich einen Blitz. So schießen, dass ich ihn an der Rampe dodgen kann. Ah, Blitz ist nicht übel. Sag mir, was ich mit dem Blitz mache. Entweder machen wir Sozi ganz fest auf eins oder wir versuchen irgendwie es selbst noch aus dem Blitz rauszuholen. Oh, okay, hab den blauen IC verloren. Joa. Dann mach was für euch. Wenn du auf der Rampe bist, blitzig, oder? Ne, ich bin durch, Lass. Also ich bin aktuell auf 4, das ist vielleicht machbar. Ihr sagt Bescheid, ja? Ich hab einen Maxi. Dann will ich fast... Ich bin auf 5. Okay. Ja, dann sag ich einfach gleich Bescheid. Jetzt. Perfekt. Wunderbar. Super Timing. Blauer fliegt aber, glaube ich, noch. Das mit TGC nehme ich zurück. Ja, ansagen kann ich, das Fahren ist dann das Problem. Ah, jetzt ein Stern, ich hätte ein Bullet gebraucht, verdammt. Warum ist der zweite gerade stehen geblieben? Er wollte auf dich warten. Das ist nett von ihm. Nixan, wo bist du? Zipp da. Fahr mal durch, ne, oder? Seid ihr ja, zwei? Ja, mach mal. Seid ihr zwei? Ja. Ja, dann fahr ich nicht durch. Hätte ich aber einen Pilz gehabt, das war. 1, 2, 3. Hurray. Nee, oh, und die 6 kriegen wir auch noch. Wuhu.
Aber das sieht doch gut aus. Jo. Ja. Kann man nehmen, ne? Bin glücklich. So, dann zählen wir nochmal schnell durch. Das sind plus 11. Plus 31. 31 plus 1 plus irgendwas mit 60, was wir im ersten GP hatten. Ich glaube, das sind genau 100, oder? Wir hatten 68 oder 66. Dürfte knapp 100 oder genau 100 sein. Ist ganz gut. Ja. So für den ersten Tag geht das. Ich mach dann mal einen kreativen Restart und nimm schon mal ein paar Anfragen noch an. Gibt's noch ein Team, was hier mitfahren will oder was wir rausschmeißen sollen? Das wäre jetzt mal eure Frage, also die Frage an euch. Und wenn sich noch neue anmelden, dann schreibt bitte euren Teamnamen, aber auch nur, wenn ihr nicht schon hier drin steht. Richtig. Dankeschön. Und nur, wenn ihr 4 Leute seid. Ja, es sollte zu 4 sein, das wäre echt gut. Und wenn ihr 4 FCs schon schreiben könnt, wenn ihr ausgewählt werdet. Wer ist denn jetzt hier raus? Ich dachte, Sozi. War noch schon Achso. Alle Rennen. Ja, aber irgendwie will jeder... Irgendwie haben wir den krankhaften Wunsch, Regenbogen zu machen. Ach, der Sozi kann einfach nichts zu Ende bringen. Das war zu Ende, wir sind 8 Rennen gefahren, das sind 2 GPs. Jetzt wäre aber Regenbogenboulevard, deine Bahn. Die fahren wir heute Abend nie wieder, das ist schlimm genug, wenn ich da einmal fahren muss. Du weißt, was wir nächsten GP wählen? Ja. Ich mag euch auch. Jetzt können wir aber hier mal schön jeder gegen jeden machen, damit ich dem Ollen nichts dann auch mal ins Rennen wirken kann. Oder auch nicht. Ich müsste dafür fahren können. Wird echt helfen. Fahren wird überbewertet. Also TMS ist noch da, NFO ist noch da, wie ist mit INC, N99, ATF. Ich habe gelesen, dass INC das gleiche ist wie die, gegen die wir eben gefahren sind. Da haben sie sich anscheinend doppelt angemeldet. Hab ich so groß gelesen. Ja, zumindest weiß ich, dass Fire auch in INC ist. Also wenn es Fire ist, ist ja okay, nur wenn das jetzt irgendwie mehrere gleiche sind. Ja, ein bisschen groß gelesen. Ne, jetzt kommt wieder ein Team dran, also 99 ist noch am Start. Wer schießt denn da die ganze Zeit auf mich? Ist das ein Teamname, Xenon? Hat er sich nicht vorhin als Einzelperson angemeldet? Xenon. Xenon. Nö, doch, da. Cheater. Ein TZ-Bossnatz. Immer mehr klar. Das ATF noch da. Ja, ich nehme da mal INC raus. Ja. Und sonst noch alle da, ja? Sonst sind alle da, oder? TA? TA habe ich jetzt noch nichts. Also vielleicht habe ich übersehen, aber... Ja klar, jetzt kommt ein Blauer, nachdem ich 3 Runden auf dem ersten bin. Muss ja. War nicht mein Blauer, ich bin mal so, aber... Das hätte ich jetzt auch gesagt. Da mache ich mal einmal alles richtig und dann noch auf der Bahn und dann sowas. Wer sind das da vor mir? Hering, bist du das? Kegelbahn? Erster, aber ja. Und Blitz. Wow, liegt hier viel. Wow. Auf letzter Runde. Das Traurige ist irgendwie, dass wir jetzt nicht beim Team fahren, trotzdem 1 bis 3 holen. So, kann man machen, ne? Vor allem fast zeitgleich durchs Ziel. Ach, wie schön. Ja, jetzt mich fast noch platt Domi gemacht Fan hier. Der ist doch eben im Einzelnen mitgefahren. Irgendwie enttäuschend. Das war wieder so ein tolles Rennen und keiner hat's gesehen. Ja, du hast doch nur gewonnen wegen blauem Panzer. Panzer, Attack. Souverän. Aber ich hab den Grand Prix gewonnen. Ja, Hering. Wir glauben dir es auch alles. Ich war gut. Ja. Ich war wirklich eine. Du nimmst das Reh auf, dachte ich. Stimmt. Kannst du den Dauer hochladen? Ich werde das dann auch so zusammenschneiden, dass es so aussieht, als wäre ich der beste Spieler des Abends gewesen. Da kannst du ja einfach den gleichen Grand Prix viermal ineinander laufen lassen. Wird keinem auffallen. Also.